Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana. Ja, so viel habe ich jetzt doch gar nicht umgestellt, weil die eigentlich schon relativ gut equipped waren, so wie ich das empfinde. Also klar, wir brauchen irgendwann diese ganzen Schild-, Spiegel-Runen, Schwert-, Stab-Runen und Plus und was weiß ich alles. Damit sollte man, glaube ich, so ziemlich jeden Char mit 6-7 Plätzen ausrüsten, sage ich mal. Und da bleibt ja nicht mehr so viel über. Und das ist jetzt gerade zum Beispiel bei ihm das Thema. Ich habe nur 8 Plätze, habe dann den ganzen Kram da drin. Dann ist er noch mein Hauptchar. Das heißt, ich muss bei ihm die Klassenschaden, Klassenangriffe noch hochpushen, dass wir da mehr Damage machen. Das müsste ich noch einmal mit reinholen. Ja, und dann könnte man, was weiß ich, nochmal... Also ich muss das ein bisschen genauer mal umbauen, wenn ich von allem... Jetzt ist das ja alles so durchmischt, sodass ich wirklich vorne sage, okay, sehe erstmal die Basic-Sachen... Und dann kommen diese zusätzlichen Sachen. Und dann vielleicht noch sowas wie bei ihr jetzt, dass ich mal, habe ich jetzt mal Defensiv-Rune reingemacht, dass die mir nicht so schnell umkippt. Kann man machen, muss man nicht, um Gottes Willen. Und habe mal Lockvogel reingemacht. Gegner erscheinen schneller wieder in Kampfgebieten, kann ja auch nicht so schlecht sein. Viel mehr habe ich jetzt gar nicht umgestellt. Wir sind eh gut genug unterwegs. So, und dann machen wir mal in der Hauptstory weiter. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt eh bei Nico... und so weiter, da neue Dinge freischalten. Und dass wir da nochmal einen Schritt vorankommen. Vielleicht auch nochmal ein neues Gebiet, wo man Kaktus ganz easy abstauben kann. Oder hier oben auf der Insel da und der ganze Krempel. Mal sehen, also diese fliegende Insel. Mal sehen, was abgeht. Und wie gesagt, die Bärenhändler kriegen nochmal neuen Kram. Händler kriegen eventuell neuen Kram. Sind wir wieder stärker und so weiter. Nebenquest machen wir gerade so um Vorbeigehen. Was wir gerade bekommen. Zum Beispiel, da ist eine, die wir abgeben können. Wunderbar. Und da schauen wir mal, wo es uns hinträgt. Macht auf jeden Fall mega Laune. Wir sind, denke ich mal, jetzt so bei 80-90% des Spiels angelangt. Im normalen Hauptspiel, Hauptdurchgang, wie auch immer. Und wie gesagt, da schauen wir mal. So, was müssten wir hier machen? Aha, irgendwelchen Kram abgeben. Wir sind fündig geworden. Jo, alles klar, hast du hier. Wunderschön, was kriege ich? Lucre. Na gut, da haben wir jetzt wenig Glück, dass wir jetzt irgendwie mal irgendwas bekommen, was uns wirklich voranbringt. Hier neue Waffen verfügbar, aber da sind nicht wirklich neue Waffen verfügbar. Habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Das bezieht sich, glaube ich, alles auf das letzte Kapitel. Das heißt, wenn ich jetzt immer, oder das jetzig gespielte Kapitel, wenn ich dann immer zu den Händlern komme... werden alle Händler praktisch aktualisiert, gehe ich davon aus. Egal, wir machen weiter und gucken, was passiert. Wunderbar. Curious. Just as I feel I'm closing in on the answer, more information arrives and throws off my hypothesis. I cannot rest until I figure this out. Ish, we did it. We beat the Benevedons. Congratulations. Though I never doubted that you would be able to dispatch with them, it is good to hear. Master Aish, you do not appear to have received the requisite hours of repose. I assure you, I have gone through far longer stints without sleep. And who could relax when there's so much data to evaluate? But enough about me. I have something I must tell you all. I have tracked the fluctuations in mana power to Entwine Bridge Pass. If the Benevedons are no longer a threat, then there's only one entity it could possibly be. Delaphos. Say, is that not the specific span where Delaphos swore to be together with Cerulea? We should go if we want any chance to stop him before he enacts his revenge. You sound worried. We just took out all 8 legendary monsters. How hard can an ancient hero be? Strictly speaking, we don't even have to defeat the guy, as long as we can get the mana sword away from him. For this venture, I shall accompany you. I could not live with myself if I missed the opportunity to witness the historic reclaiming of the... Jo, der sieht wirklich nicht mehr so fit aus. You should be resting, not venturing. I... merely fatigued. I will be fine, as long as I avoid fights and focus on my report. I know how important it is to leave behind a record for history.
This is for the future of Lagrazzo, Terratio, and the people across the land. Their hopes and dreams have gotten us this far. No matter how strong Dilophos has become, we will fight. It's time for us to take back the Mana Sword. Dilophos has got to be what's causing. Immer noch kein neues Kapitel. Ich habe jetzt gehofft, dass es ein neues Kapitel gibt. Dass es vielleicht jetzt schnell geht mit den Kapiteln. Ja, dass es an der ewig treuen Brücke da mal weitergeht, das war ja auch relativ offensichtlich. Da war ja, glaube ich, auch sowas wie eine Boss-Area in der Mitte. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal den hier. Ich hoffe mal, dass der Boss jetzt auch nicht so strukturiert ist, wie jetzt die Gegner zuletzt. Also der Gegner hier von wegen, wir brauchen ein spezielles Angriffselement, sonst geht gar nichts. Die Wolke da, wo wir Lockvogel bekommen haben. Ja, Lockvogel müssen wir natürlich mal testen, ob das zum Leveln, zum Farmen ganz nice ist. Auch um diese, wie heißen sie wieder, Seelenkristalle zu farmen und so. Müssen wir mal gucken. Könnte ganz interessant sein, dass die Gegner wirklich schnell wieder... Was ist jetzt los? Hallo? Okay, kann ich nichts. Ich sehe nichts auf der Karte. Vielleicht aber, weil es jetzt storygetrieben ist oder sowas. Nee. Ist vielleicht jetzt ein Kaktus da? Habe ich den Kaktus hier mal abgestaubt? Den habe ich nämlich immer noch nicht gefunden. Oder habe es vergessen, dass ich ihn gefunden hatte. Jetzt geht's ab. I see. The fact that you are here must mean that the Benevidons have failed. However, your luck has run out. You will fall beneath my blade, as will the goddess. But why do you hate her so much? We know that Cerulea passed away before her time. But that doesn't explain why you turned your sights on the Mana Goddess. Not only the goddess, I cannot forgive a single soul in this miserable plane. I did as I was bid. I subdued the Benevidon threat. All I asked for in return was to continue my peaceful life with Cerulea thereafter. That was my one wish. Why, after all that I did, after all that I suffered, why steal my future from me? She ripped my love from me and with it all meaning in my life. Why should I have to forgive? Why should I not seek vengeance on the goddess, on the world? With this sword, I will cleave this feckless, worthless, senseless realm. Ja, bleib mal locker, ich will nur einen neuen Bärenhändler. Bleib mal ganz locker. Ich hätte besser mal vorher Bufffood reingeschmissen, wäre sinnvoll gewesen. Daedalus Level 49 oder was, ne? Ja, genau. So, KA-Leiste ist leider nicht voll. So, wir machen aber guten Damage, passt schon. Und seine Verteidigung ist geschwächt, das ist ja Amok. So, hier, mach den da. Dann hat er sich wieder verpisst. Du kannst nicht fliehen, ne, wollte ich auch nicht. Oh, oh, da geht's ein bisschen ab, wir müssen ein bisschen dodgen. Komm, Daeda. Genau, komm mal hier mein Zeitkapsel. Das war unsere KA-Leiste schneller aufladen. Oh, und hier seht ihr auch oben die Buff-Leiste. Richtig geil. Also die Buff-Leiste. Angriff und Verteidigung gedebufft. Wunderbar. So muss das sein. Was geht jetzt ab? Jetzt läuft er komplett Amok. Okay, jetzt macht er ein bisschen Damage. Da kommen irgendwelche Gockel. Gockel? Nee, 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 nee. Ganz locker bleiben. Wir kriegen ein bisschen Damage ab. Ja, machen wir doch sowas mal. Und heilen mal unsere Leute hoch. Kann ich den Gockel angreifen oder hat er das Ding jetzt nur beschworen? War das sein Beschwörungsangriff, was ich ja übrigens auch mal machen wollte? Dann machen wir das gleiche auch bei mir. Hier, bitte heilen. Genau. Wir brauchen noch ein bisschen Defense, das merkt man.
Jetzt auf höheren Schwierigkeitsgraden wäre das, glaube ich, hier durchaus nervig. So, der beschwört nochmal wie der wilde Bill. So, sterbt, meine Freunde. Macht's gut. Ja, der Anspruch geht ein bisschen hoch, selbst jetzt auf normal, aber so soll's ja sein. Und Level 49, ne? Why protect a goddess who cares not for you? Without the goddess, the whole world would disappear. Remember yourself. Utter destruction isn't what Cerulea would have wanted. You presume to know Cerulea's heart? Look at this world you would protect. This broken world feeds on souls to rejuvenate the flow of mana. A society built on the backs of the alms sacrifice. Mortals happily accept these deaths as a part of the natural order. You fools are ensnared in the goddess's trap. Nothing more than slaves. Da würde ich sogar ein bisschen zustimmen. No, the goddess wants a future for everyone. That's why she entrusted us with its protection. Otherwise, she wouldn't have given us a choice. From the very start, these sacrifices were a choice that we mortals made for the good of the world. We've been deciding our own fate all along. Just give me the mana sword, Delaphos. Its purpose was never revenge. It's a beacon of hope, given to us all by the goddess herself. Oh, hope, is it? Yes. This sword is the goddess's gift, and I was a fool. A fool to keep using this weapon of servitude. Not the sword. I have no need of a limb granted by the goddess's pity. Over 9000. Prepare for your demise. Ach, geht der Spaß hier weiter? Okay. Wie hier wirklich schon der finale Endkampf, Level 50 steht da los, da ist er mal schöne Entwicklung gemacht. Ja, der ruft da einfach die Bosse. Ist ja mal nice. Oder ist das unser? Das ist ja nicht unser. Unsere Beschwörung, oder? Bin ich jetzt schon so verpeilt? Ich check gar nichts mehr. Egal. Ich habe ihr mal eine Beschwörung gegeben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich muss mal. Was jetzt? Achso, ist ja schon kaputt. Ich wollte eigentlich gerade gucken, was für eine Beschwörung die noch hat. Bleibt mal ganz locker, Leute. Ja, auf jeden Fall haben wir super viel XP bekommen. Keine Ahnung, Alter, was ich hier mache. Da springe ich noch einmal hoch. War auch schön. To be brought to my knees by a band of naive whelps. You know nothing of pain, of loss. That's where you're wrong. I've also lost someone. Someone dear to me. And all this time, I've been thinking about the world and how we live in it. About the alms and their pilgrimage of sacrifice. About the soul guard, guiding them to the mana tree. The tradition is so ingrained in our society that I never thought twice about what was being asked of us. On this journey, I realized that the important thing wasn't the act of sacrifice. It was the will shared by alms past and present to ensure a future for everyone. So many alms have given their souls to the mana tree, preserving mana power for the rest of us. Their strong hearts created a better tomorrow. That's why we will defeat you and carry on. To protect the next generation. Drivel. I will not lose. I cannot. The goddess will feel my wrath! Elementals! Protect the alms! Ist da war Framerate 5 oder sowas, oder? Sylphid? What are you and the elementals doing here?
for saving us. Wait, where's Delaphos? Not here, that's for sure. He's headed straight for the mana tree! I fear for the goddess's safety. Curses! We have to go after him! Hold on, think about it, all right? The mana sword is gone, and you know how strong Delaphos is! True. The mana sword has broken in twain. Even so, I'm going. Delaphos must be stopped. Das zerbrochene Mana-Schwert erhalten, das wäre, jetzt wo er es gerade angehoben hat, das hätte ich cool gefunden. Also jetzt so ein Story, wie soll ich sagen, so eine Hoffnung, die ich da reinsetze, dass die es nicht reparieren können und dass er dann im finalen Kampf irgendwie das kaputte Schwert hebt und dass es dann mit magischer Energie praktisch wieder komplett wird sozusagen, sich komplett zusammensetzt, also als Magieschwert sozusagen. Es ist ja ein Mana-Schwert, jo, und dann halt, dass er dann in die reinbollern kann. Das wäre irgendwie geil, oder? Sowas würde ich feiern. Also in den Boss reinbollern kann, logischerweise. Hört man mich noch? Was macht mein Mikro eigentlich so? Nee, doch, passt schon, glaube ich. Gab's jetzt eigentlich... Begib dich zur Pforte des Heiligtums. Okay, es geht direkt dort weiter. Das machen wir aber nicht. Wir gehen zu Nico. Das interessiert mich noch am meisten jetzt hier. Dort dürfte jetzt was dazugekommen sein. Genau wie beim Bärenhändler. Es ist ja ein neues Kapitel. Also, wir gehen zuerst zum Bärenhändler. Gucken, was da dort los ist. Gehen zum Rüstungshändler. Gehen zu Nico. Zum Waffenhändler. Und dann gehen wir zu Pforte. Und dann ist dort vielleicht ein neuer Dungeon oder sowas. Oder nochmal ein Bossfight, wie auch immer. Vielleicht geht es jetzt ganz schnell. Hier ist aber nichts dazu gekommen. Okay, krass, schade. Obwohl wir in einem neuen Kapitel sind. Leute, was ist los? Neue Waffen verfügbar. Aber bezieht sich noch auf den alten Wert. Okay, gut, dann wird es auch keine neue Rüstung geben. Dann gehen wir noch kurz zu Nico. Nikolos Emporium. Ja, es wäre schon sinnvoll gewesen, vor dem Bosskampf auch wieder die XP-Boosts und so zu ziehen. Auch das mit dem Lockvogel möchte ich eigentlich noch gern testen. Das könnten wir vielleicht mal noch machen. Ah, hier. Neue Waren sind eintauschbar. Da ist auf jeden Fall jetzt was passiert. So, so ein Kram brauchen wir nicht. Nikotaler einlösen. Kraftrune plus... Ja, was ist jetzt dazugekommen? Das ist die große Frage, ne? Hatten wir den ganzen Kram hier schon? Ja, ne? Den ganzen Blues-Kram hier hatten wir schon. Aber, ja, keine Ahnung, was jetzt dazugekommen ist. Kann ich nicht sagen. Offensiv. Kraftrune, kritische Trefferrate, bla, haben wir ja. Jo, ne. Fällt mir jetzt so nicht auf. Ist jetzt... Nicht so ganz klar. Müsste ich dann nochmal durcharbeiten. Zu anderem Zeitpunkt. War auf jeden Fall jetzt... ich überlege gerade. Mit dem Eintauschbar oder sowas. War da was? Oder mit dem Umtausch? Keine Ahnung. Lassen wir es einfach mal so stehen. Vielleicht habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht. Wir machen mal was anderes. Und zwar, wir fliegen ganz kurz zu dieser fliegenden Insel da und schauen mal, wie schnell dort die Gegner respawnen. Jetzt mit Lockvogel, ne? Das haben wir ja auch drin, dass wir das einfach mal getestet haben. Gut, es ist jetzt bei meiner Magierin drin, bei Palmina. Ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist, meine Gruppenzusammenstellung jetzt, solange die nicht komplett ausgeskillt sind. Und ja, ich könnte mir mal angucken, was für einen Beschwörungszauber die da drin hat. Und dann machen wir im nächsten Part, machen wir dann... bei diesem heiligen Dingens da weiter. Beim heiligen Refugium oder wie es auch immer heißt, ne? Dann könnte es sein, dass Kapitel 8 doch relativ schnell kommt.
müsste eigentlich. Ich wüsste nicht, was da jetzt noch groß passieren soll, ehrlich gesagt. So, hier haben wir Gegner. Sterb-Gegner. So, jetzt ist die Frage, wie schnell erscheinen die hier wieder? Ob das sich lohnt, hier zu farmen oder sowas jetzt. Also mit Lockvogel drin. Was, wie gesagt, meine Magierin jetzt drin hat. Und bei dem längeren Kampf, da hat die vielleicht dann mal so ein bisschen rumgezaubert und ich hab's schon vergessen, was die da drin hat. Ja, hier, Beschwörung Hellenphönix, das hat die bestimmt gemacht, oder? Ich denke mal, das war das dann, ne? Das war hier der große Vogel. Ja, hier haben wir noch einen Seelenkristall bekommen. Gegner sind noch nicht respawned. Ich weiß nicht, wie schnell das dann jetzt geht. Ob es doppelt so schnell geht, direkt sozusagen. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal kurz. Ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen rum und dann sehen wir das ja vielleicht gleich. Und holen uns noch ein bisschen Seelenkristalle und EP mit und so. Und ein bisschen Lucre und so. Und dann, ja genau, gehen wir da hinten hin und dann gehen wir wieder zurück. Wobei da vorher die Gegner vielleicht auch schon da gewesen wären, keine Ahnung. So, was ist dann? Ja genau, ich kann die Reliquie wieder nicht einsetzen, solange wir nicht im Kampf sind. Oh, da habe ich mal schön meine eigene Attacke verpeilt. Ich dachte, der hätte irgendwie da Gegner oder, ja, halt Bosse beschworen. Und in Wirklichkeit war ich das. Ist auch mal geil. Ist dann natürlich aber auch nicht gut auseinanderhaltbar, wenn das wirklich mal Gegner machen, ne? Da weiß ich das ja nicht. Sind das meine Beschwörungen oder vom Endboss oder sowas? Naja. Könnte sein, dass wir hier diese Gegner auch noch brauchen für irgendwelche Nebenquests. Also auch für Nebenquests zu erledigen ist, denke ich mal, Lockvogel definitiv was Sinnvolles, um da einfach schnell die Gegner wieder respawnen zu lassen. So, und jetzt gehe ich hier zurück zum Anfang. Gut, da stehen wieder irgendwelche Gegner rum. Also kann schon sein, dass das jetzt einfach alles viel, viel schneller geht. Und dementsprechend Sinn macht. Vielleicht kann man das ja sogar noch stacken, wenn man das dann im NG Plus mehrfach hat oder sowas. Lockvogel. Kriegen wir ja dann durch diesen Arena-Gegner oder weil ich es vielleicht dann irgendwann sogar noch kaufen darf oder kann oder vielleicht jetzt schon gekonnt hätte. Ja, und hier sind wir wieder am Anfang, ne? Da sind die Gegner wieder am Start, ne? Ja, es geht schon flotter, weil manchmal muss man dann schon warten. Finde ich jetzt schon nicht so schlecht, dass das vielleicht einer drin hat. Kann man sich schon kaputt farmen jetzt. Super schnell farmen, super schnell Seelenkristalle bekommen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas von wegen, die Seelenkristalle droppen schneller. Und wenn man dann bei Nicolo das vielleicht dann nochmal dementsprechend sinnvoll eintauschen kann, ist es umso besser. Erscheinen die irgendwann hier vor einem, die Gegner? Wir können ja mal ganz kurz hier schauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. In der Zeit labere ich euch tot und dann machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Aber ich glaube, ich lasse das drin. Das macht schon Sinn. So, hier irgendwo sind sie dann erschienen, ne? Wie lange hat das vorher immer gedauert? Und musste ich aus dem Gebiet rausrennen? Also sind die direkt vor mir gespawnt irgendwann? Oder musste ich eine gewisse Strecke weg sein? Das weiß ich auch alles eigentlich nicht. Ich warte jetzt einfach mal kurz, ob da was passiert. Gut, ich könnte es auch off-cam testen und nicht mit euch, dass ihr euch kaputt langweilt, ne? Wäre auch eine Idee. Die Langeweile ist da. Monty langweilt seine Zuschauer. Traumhaft. Da unten sind keine neuen Gegner. Ist ja auch schon mal ein Hinweis. Wir gucken auch immer mal da runter. Vielleicht muss man auch immer ein Stück weit weg sein. Ich kann es nicht genau sagen. Wir laufen doof rum. Lockvogel Trigger. Trigger Lockvogel. Lockvogel, was ist dann? Vielleicht bringt es auch nicht so viel. Vielleicht auch nicht, wenn es der Hauptchar nicht hat. Gut, das wird keinen Sinn machen. War bis jetzt im Spiel auch nie so. Bis jetzt. So, jetzt sind sie da unten, oder? Kollegen. Nee? Oh, das ist aber spannend. Nee, das ist super. Toll.
Ja gut, vielleicht dauert es vorher, hat es vorher 2 oder 3 Minuten gedauert, bis Gegner respawnen. Und jetzt dauert es vielleicht 1,5 Minuten. Dass man es vielleicht gar nicht so stark spürt, jetzt im direkten Vergleich. Aber wenn man Hardcore farmt, dass man es dann schon merkt. Es wird schon einen Unterschied machen. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass es halt gar nichts ausmacht. Nur was es konkret ausmacht, keine Ahnung. Ich habe jetzt echt gehofft, dass die Gegner direkt wieder spawnen oder sowas. Oder relativ schnell. So krass ist es dann doch nicht. Aber wie gesagt, alle paar Sekunden können hier schon entscheidend sein, ob die Gegnergruppen dann halt am Start sind oder nicht. Was soll ich noch quatschen, bis da Gegner kommen? Hallo Leute. Oder man muss wirklich eine gewisse Range weit weg sein. Ich habe noch nie, glaube ich, eine Gegnergruppe direkt vor mir spawnen sehen, oder? Gegner. Ich mache das jetzt einfach mal. Geh mal ein Stück da hoch. Kann sein, dass es damit zu tun hat. Gehen wir einfach mal aus diesem Gebiet raus, so auf Höhe der ersten Schatztruhen hier. Oder machen hier einen Fight und gehen dann zurück. Hier müssten ja jetzt auch irgendwo noch Gegner rumchillen, die auch keinen Respawn haben. Ich bin begeistert. Gut, machen wir die hier weg. Also ganz habe ich das System nicht geschnallt, wann da Gegner kommen und nicht kommen, wie auch immer. Oder wieder erscheinen. So, ich hoffe jetzt, wenn wir zurücklaufen. Ah, da oben wären die Gegner wieder am Start. Weiß nicht, ob die jetzt eben da waren. Kann auch sein, dass es mit einer gewissen... dass man eine gewisse Anzahl an Kämpfe gemacht haben muss oder was auch immer. Es spielt ja an sich keine Rolle. Also wenn man einen Slot frei hat zum Schnellfarmen, vielleicht nur irgendwas, wo man mehr Lucre bekommt oder eine höhere Chance auf Seelenkristalle hat, kann man schon einbauen. Ja, da sind die Gegner wieder. Also vom Feeling her macht es schon was aus. Gehen wir mal gerade an denen vorbei und gehen nach oben, ob da schon was los ist. Ja, die sind auch wieder da. Also, es ist schon schneller. Es ist schneller, das würde ich schon sagen. Aber wie genau und wo ich da hinlaufen muss, wie weit ich da weg sein muss, keine Ahnung. Aber schneller ist es definitiv. Das merkt man. Weil manchmal, da muss man schon da deutlich weiter wegrennen. Oder man ist zurückgekommen, da sind halt keine Gegnergruppen da gewesen. Und jetzt ging das ja doch schon relativ flott hier. Kann man schön farmen. Wunderbar. Kann vielleicht noch sinnvoll sein. Oder wie gesagt, ist generell sinnvoll bis auf Level 100 oder sowas. Level 99. Um dann halt, wie gesagt, die EP, Lucre, den ganzen Kram abzustauben. Seelenkristalle und so weiter. Da müssen wir halt mal gucken, was da bei Neko noch passiert, ne? Habe ich ja jetzt auch oft genug erwähnt. Jo, mega nice. Sind wir kurz vom Level ab. Mal gucken, ob da oben wieder was abgeht. Hier, Seelenkristall, 9 sogar. Wunderschön. Und da sind die dicken Gegner auch wieder. Jo, das ist schneller. Definitiv. Man muss wohl eine gewisse Range weit weg sein oder sowas. Dann machen wir jetzt mal ganz schnell. Einfach nur diese 5 Gegnergruppen da. Da sind die ja auch wieder da und da laufen wir wieder zurück. Und wenn jetzt die anderen tatsächlich wieder da wären, dann ist es definitiv deutlich schneller. Gefühlt doppelt so schnell oder so. Oder vielleicht hat es gar keine zeitliche Begrenzung mehr und man muss einfach nur eine gewisse Range weggelaufen sein. Das kann auch sein. Auf jeden Fall ist es dann schneller und auf was sich das dann auch immer bezieht, interessiert mich eigentlich dann nicht. So, da sind aber noch keine Gegner. Nee, so, aber da oben, die sind tatsächlich wieder da. Stimmt, an denen bin ich ja vorbeigerannt hier, die. Jo, dann ist es schon krass schnell. Also so schnell wäre diese Gegnergruppe hier nicht da gewesen. Als ich früher mal gefarmt hatte, um Seelenkristalle zu holen, gerade in den Startgebieten hier, Mümmler und so ein Quatsch, da musste ich doch schon teilweise warten. Das ist schon cool. Und vielleicht ist es sogar noch stackbar, wenn ich einfach mehreren Leuten dann Lockvogel gebe, sofern ich es irgendwann mal freigeschaltet habe. Man sieht jetzt auch vom Leveln her, wie schnell das geht, ne? Hier. 20.000 XP oder sowas, ganz schnell mal gemacht, ne? Ohne irgendeinen Buff-Food und so ein Kram. Hier auch nochmal 1,7, wunderbar. Und hier sind die Gegner ja schon relativ stark unterwegs. Auch hier wieder Seelenkristall, unten die Gegner sind immer noch nicht da. Okay, schade. Das kann sein, dass die jetzt hier in der Mitte irgendwie rumhängen. Also auch wieder Range hier. Das ja, könnte schon sein, dass es mit einer Range zu tun hat. Wenn jetzt die Gegner hier oben nochmal da sind, da waren wir unten nicht weit genug weg oder so. Jo, ist dann wohl so. Hat mit Range dann wahrscheinlich zu tun oder mit gewissen Respawn-Zeiten, keine Ahnung. Aber Range scheint mir schon ein Thema zu sein. So, jetzt sind wir ja wieder ganz... Ja, und die... Oh, die Scorpions sind wieder da. Ja, die kommen also direkt wieder. Krass.
Das ist schon krass. Ja, und hier seht ihr das, die Gegnergruppe ist nicht gekommen. Okay, haben wir Lockvogel getestet. Ich denke, das ist jetzt klar geworden. Gegner kommen viel schneller wieder und das ist schon geil, weil, wie gesagt, farmen und so, ne? Mega nice. Super geil. Ja, kann man natürlich schnell Level machen. Wunderbar. Mit Lockvogel drin, ne? Habe ich ja am Anfang gezeigt. Habe ich Palmina gegeben, haben wir bei dieser Ruine in... Moment. In der Zavari-Wüste oben rechts bei diesem Wolkengegner haben wir das bekommen, ne? Das, dort konnten wir das eintauschen, den Krempel. Ja, diese Fähigkeit. Mega nice. Mega, mega nice. Das ist schon mal cool. Das lasse ich drin. Das kann helfen. Machen wir gerade da oben die zwei Gegnergruppen noch weg. Und dann haben wir doch wieder einiges erreicht. Dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Macht mega Bock. Und da sind die Gegner wieder. Macht's gut, Jungs. Sind ja auch stärkere Gegner mit lila Energiebalken und so. Interessiert hier nur keinen. Tschüssikowski. Ja, und ich muss dieses, die Items da mal nutzen, ne? Mit mehr XP und so. Komm, ein Level up. Holen wir uns gerade hier noch. Mehr Lucre, mehr XP. Weil sonst habe ich den ganzen Kram einfach nur dumm im Inventar und nutze es halt nie, ne? Und dann bin ich näher Level 99 und habe es zu selten genutzt. Level 70, yay! Super geil! Super, super, super geil! Ja, nochmal 10 EP. Wunderbar. Wunderbar. Jo, alles klar. Wissen wir Bescheid. Dann würde ich sagen, und da, jetzt sehen wir es, jetzt haben wir die Range gehabt. Jetzt sind die wieder da, ne? Oh, für die Nebenquests und so halt super geil, ne? Wenn man irgendwelche Gegner farmen muss und so. Geht's natürlich schön ab. Wunderschön. Gut, alles klar. Wie gesagt, haben wir jetzt schön getestet. Die Metallskorpione hier haben gar keinen Bock mehr, dass ich vorbeischaue. Hab fast den doppelt so hohen Level. Aber klar, geht natürlich jetzt schnell. Auch Lucro holen wir schön schnell mit. Um vielleicht neue Rüstungen und so weiter dann auch bald zu bauen, zu farmen, wie auch immer. Quatsch, zu bauen, die farmt man nicht. Gut, alles klar. Und dann geht's in der nächsten Folge hier in der Hauptquest weiter. Ihr merkt, ich konnte gar nicht aufhören jetzt zu farmen. Macht mega Laune. Vielen Dank an alle Zuschauer, vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank für jegliches Abo, Like, Kommentar und so weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag, bis dahin, ciao.